herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XL Farm auf der Marchfelder Landkarte. Mit dem Tigerfarm. Hallo, und mit dem Verhundern natürlich. Hallöche. So, wir haben uns einen Plan zurechtgelegt für heute. Ja. Weil Sojamilch. Genau, und Gärreste. Und die Düngeproduktion befeuern. Oder begehren. Genau. Und natürlich Wasser in die... bin ich jetzt falsch gefahren? Ja. Ach Mensch. und natürlich auch halt. Wasser in die Sojamilchproduktion, weil ich glaube, es ist Wasser, was da noch fehlt. Kannst du mal schauen? Ja, bin gerade dabei. Zwar. Sojamilch, ich brauche Sojabohnen und Wasser, genau. Beides 500.000 Platz. Das wurde nämlich mit Update der der Map vergrößert. Ich habe das Gefühl, die Musik ist zu laut. Ich hoffe mal, es war nicht so. Dann mach sie leise. Achtung, speichern. Ja. Hab's bemerkt. Nochmal. Jetzt. Jetzt bin ich viel zu weit gefahren. So, warte, jetzt muss ich kurz mal gucken, was sich mehr lohnt. Der Aperion hat 52.000 Liter und der Ladewagen hat 56.000. Dann fahren wir mit 56.000 Liter Anhänger da zur BGA. Ich werde nämlich das Stroh heute zur BGA fahren und Tigerfarm kommt später dazu und fährt dann die Gärreste zur Düngeproduktion. Ja. Wenn er fertig ist mit der Sojamilch. Wie viel Sojabohnen hast du jetzt? 50.000. Okay. Gut, das ist schon mal ein Anfang. Doch, ist ein guter Anfang. Würde ich auch sagen. Dann haben wir die Produktion schon mal am Laufen. Saatgut können wir, glaube ich, dann trocken befüllen. Produktion. Ja, ich glaube schon. Geht, glaube ich, mit Weizen, Gerste, Hafer und Sonnenblumen. Roggen. Habe ich den jetzt auf Sonnenblumen, ey? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das ist schön, dass wir der gleichen Meinung sind. Ja, nicht wahr? Endlich mal. Nach dem John Deere. Komm, dir hat's doch auch gefallen, mit John Deere zu fahren. Nein. Ah, hier ist auch noch was Neues passiert. Leider. Wobei ich das auch nicht nachvollziehen kann. Hier wurden zwei Fahrsilos entfernt. Bei der BGA. Oh. Das muss ich mir anschauen. Ja, kannst du den Johnny hopfen. JCP. Oh. Das ist leer. Ist ziemlich leer. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte der Motor einfach ein bisschen Platz lassen, dass man dort eigene oder Durchfahrsilos platzieren kann. Aber ich finde es halt trotzdem ein bisschen schade. Die Map hat sich eher jetzt bei dem Update verschlechtert, finde ich. Ja, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Wir gehen mal gerade zur Hühnerproduktion oder Hühnerfarm. So. Das möchte ich jetzt auch mal sehen. Ja. Das ist nämlich die Hühnerfarm, wie sie bei mir angekommen ist. Es kann daran liegen, dass wir einfach unseren alten Spielstand mit der Karte geupdatet haben. Aber es ist halt blöd. Ja, so können wir sagen. Bei mir sind ja noch nicht mal Texturen dafür. Wofür? Ja, Wege. Nee, es ist gar nichts da, das ist halt das Problem. Moment, ich komm mal gerade rüber, wenn ich es finde. Ah ja, hier bin ich. Weil, wenn ihr das jetzt mal guckt, ich mach mal gerade hier. Bist du im Landschaftsbau? Ja. Ah. Du stehst im Weg. So. Also, auf die Höhe muss alles, das ganze Terrain angepasst werden. Geh mal weg.
Ich mache das noch ein bisschen größer. Und dann sehen wir hier mal, wie viel Unterschied es ist. Oh ja. Das ist schon ganz schön viel. Und man kommt dann zum Beispiel im Moment gar nicht an Trigger dran oder man hat keine Zufahrt oder sowas. Das ist alles ziemlich bescheiden. Das ist echt schade. Ich nehme aber an, dass die Ursache dafür schon eher ist, dass wir die Karte ohne neuen Spielstand gestartet haben. Wo er gesagt hat, dass es kompatibel ist. Genau. Also das hatten wir vorher abgeklärt, weil wir wollten natürlich jetzt nicht wieder eine Karte anfangen, wo dann ein neuer Spielstand notwendig ist. Aber, naja. Hm. Wir lassen uns davon nicht abhalten. So, jetzt sieht man hier hinten nämlich das ganze Silo. Hier hinten war nämlich sogar unter dem Gras. Ah, ja. Da kommt noch mehr zum Vorschein. Hier ist nämlich der Wassertrigger, den konnte man gar nicht erreichen. Wo? Was ist das hier? Das ist der Wassertrigger, wo du Wasser einfüllen kannst. Du brauchst nämlich Wasser. Ja, der war ja komplett unter der Erde. Jo. Und hier das auch. Ja. Tor war vielleicht zu sehen, aber... So. Jetzt können wir da wenigstens mal wieder drumherum fahren. Aber innen drin ist halt noch... Ist noch nicht, aber es geht, warte. Wenn es geht, dann ist natürlich super. Ich hab's bei meiner Streamkarte habe ich schon richtig hinbekommen. Passt so? Nee, noch nicht ganz. Wo? Ach da. So, jetzt. Nee, immer noch nicht, ist immer noch kleiner. Ach da. Jetzt. Ja. Warte, ich schau noch mal weiter. Pass hier nicht durch. Nee, hier müsste es passen jetzt. Ah, da ist noch ein bisschen Erde, noch ein bisschen Gras. Jetzt hängst du, glaube ich. Wie bitte? Hat gerade wieder Internet leck. Ja, hab's gehört. Okay. Ja, aber so passt jetzt erstmal jetzt, Ja, es passt. Ja, ist halt ein bisschen schade. Und ja, wahrscheinlich mit einem neuen Spielstand habt ihr die Probleme nicht. Zu uns hieß es halt, wir können beim alten Spielstand weitermachen. Und deshalb haben wir auch keinen neuen angefangen. Wäre auch sehr ätzend gewesen, ganz ehrlich. Ja. So, wie weit bist du denn mit Sojabohnen? Also ich fahr jetzt wieder den LKW zurück. Ah ja. Hoch zumindest mal. Ja. Und dann musste Wasser auffüllen, ne? Ja. Dann nehme ich vielleicht den LKW und fahre das Stroh weg. Das ist nämlich ein bisschen besser. Geht ein bisschen schneller, 20 km/h schneller und 40.000 mehr Ladevolumen. Oder 34.000. Achso, das Stroh zum Linksabfahren, ja. Zu BGA. Dann füll ich den schon mal den ersten. Ja, dann gebe ich dir den Fast Track, dann kannst du nämlich 70 fahren im Wasser. Ups, ja. Ist er. Ach, hallo. Ja. Du bist es ja. Kurz die Wand geküsst. Und wie hat's geschmeckt? Mehlig, betonig. Betonig? So. So. Genau, ich wollte. Warte, dann gehe ich eben zu Sojamilch und mach da ein Screenshot. Ja, das kannst du machen. Das wollte ich nämlich eigentlich nicht, aber... Stroh... Pläne ändern sich. So, 180.000 sind noch drin. Fast Truck. Ich kaufe dir mal gerade den Anhänger. Ja, das wäre nett. Dass er auch zum JCB passt. So.
Dolly. Ui, Alter. Ja, sorry. Ja, Dolly kommt noch. Gut. Dann passt die Geschichte. Ja, danke schön, Maruna. Bitte schön. Dankeschön. Dieser Moment, wenn man die vorwärts rückwärts schafft. Ja. Maruna. Das erste, was ich in dir mache, wenn ich nach dir in Fahrzeuge steige. Vorwärts, rückwärts, aus. Habe inzwischen auch die Tastenbelegung so, dass ich es ausmachen kann. Selber. Selbstständig. Ja, ja, ja. Also soll ich das jetzt an der Wasserstelle, wo man es kauft, wo es Geld kostet, Ja, mach das. Zumindest jetzt einmal. Weil das geht deutlich schneller. Also wenn ihr den Anhänger mit 120.000 Liter an der normalen Station befüllst oder am Wasserfass, dann dauert es so 3-4 Minuten. Das ist schon... Und wie viel kostet das? Hast du das auch raus? 6-7.000. Ist okay für die Menge, die du abholst. Weil Gärreste und Dünger wäre ganz sinnvoll, wenn wir davon genügend hätten. Ach, das ist dieser große, der so viel fassen kann. Ja, ja, 120.000 Liter. Oh mein. Hab mich schon gewundert, was du da redest. Und es dauert halt wirklich ewig, bis der voll ist, wenn du das am Wasserfass machst. Aber das hat jetzt noch nicht mal eine Minute gedauert. Eben. Also wir haben keinen Dünger und kein Saatgut. Nein. Ich habe gerade nachgeguckt. Aber wenn wir dann gleich oder spätestens in der nächsten Folge da Gärreste reinballern, dann geht das schon. Das geht schon. Das geht. Ich glaube, du wirst es heute nicht mehr ganz schaffen. In 2 Minuten. Nein. Ich bin ja jetzt erst wieder am Dings reinfüllen. Muss das Wasser da hin? Ah, ne, okay, geht. So. Das muss vorne in den Trigger, nicht an der Seite. Ja, hab's gerade bemerkt. Es war auch ein bisschen verwirrend für mich, weil ich den Wasseranschluss gesucht hatte. Und den gab's nicht. Wer braucht schon Wasseranschluss? Ja. Na, kein Kippen. Jedenfalls auf dem Boden. Es wird direkt im Boden gemischt, die Sojamilch. Genau. Mache ich auch immer mit meiner Sojamilch zu Hause, obwohl ich keine habe, aber es interessiert keinen. Das Beste. Habe ich schon nie probiert, aber ist egal. Nee, ich habe es auch noch nicht probiert. Aber Herr Reinhardt von RP Projekt, also ehemals Reinhardt, jetzt Müller. der hat gemeint, Sojamilch sei ups. Sei ups. Ja, ich bin ein bisschen zu weit gefahren. Soll ich nochmal Wasser reinfüllen oder nicht? Nee, einmal. Das reicht erstmal. Und dann kannst du doch schon hochfahren zur BGA. Ja, anfangen. Ne? Oder du guckst mal, ob der wie viel Stroh noch da ist. Aber ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn ich das noch einmal mit dem LKW hole. Oder du fährst Stroh noch mal ein. Musst ja jetzt auch nicht mit dem John Deere fahren. Nee. So, jetzt wieder. Und dann ist wieder da. Was muss ich denn jetzt noch machen? Ich würde jetzt sagen, lass den Chasey am Hof und wir fahren erstmal nochmal Stroh ins Silo zwischen den Folgen. Das wir nächstes Mal auch noch ein bisschen. Oder du erntest weiter jetzt noch am Ende kurz ein bisschen. Weil wir sind jetzt auch schon wieder am Ende angelangt. Ja. Schaut gerne morgen wieder rein um 18 Uhr. Jo. 18 Uhr und bis dann. Tschö. Tschüss.